Vor ihrem Gipfel am Freitag versuchen die Spitzen der EU in Marathongesprächen die Weichen für ein Coronavirus-Konjunkturpaket zu stellen. Ein Kompromiss zeichnete sich dabei aber noch nicht ab. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte nach einer Unterredung mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, die Positionen unter den Mitgliedstaaten seien noch weit auseinander. Die Aufgabe ist riesig. Und deshalb muss die Antwort auch groß sein. Und da kann man sich jetzt nicht auf jedes Detail im Vorfeld festlegen, aber es muss eine besondere Kraftanstrengung sein, die deutlich macht, Europa möchte in dieser schweren Stunde zusammenhalten. Das hat eine politische Dimension jenseits der Zahlen. Unterstützung erhielt Merkel von Conte, dessen Land besonders hart von der Pandemie betroffen ist. E questo è il tempo della responsabilità. Es sei nun die Zeit von Verantwortung und Solidarität gekommen. Europa müsse politischen Ehrgeiz aufbringen und sich nicht von nationalistischen Visionen spalten lassen. Es müssten jetzt Lösungen für die Menschen her und nicht Illusionen und Ängste. L'Europa deve offrire soluzioni ai propri cittadini, non illusioni e paure. Anders als Deutschland und Italien lehnen die Niederlande und drei weitere Staaten das vorgeschlagene Konjunkturpaket in seiner jetzigen Form ab, da der Plan erstmals gemeinsame Schulden auf EU-Ebene vorsieht. Für die Verabschiedung ist aber Einstimmigkeit nötig.